Da sind wir wieder beim zweiten Teil, kurz und knackig mit unserem Cheftrainer Christian Tietz. Trainer, ich gebe ein paar Stichpunkte, teilweise entweder oder beginne einen Satz, den du dann kurz und knackig gerne vervollständigst. Dann legen wir doch gleich mal los. Lieber ein 0:0 oder ein 3:3? Für den Zuschauer ein 3:3, aber für mich als Trainer würde ich mich dann eher für kein Gegentor entscheiden. Aber am liebsten habe ich einen Sieg. Auswärtssieg oder Heimsieg? Hat für mich beides eine gleich hohe Bedeutung, was geht um ein Spiel, was wir gewinnen wollen, 3 Punkte holen wollen. Aber zu Hause vom heimischen Publikum ist natürlich für die Zuschauer angenehm, aber Auswärtssieg ist auch was Tolles. Lieber ein Traumtor in den Winkel oder ein Treffer nach einem feinen Spielzug über mehrere Stationen? Boah, das ist echt eine unfaire Frage. Für den Torschützen ist es der Winkelschutz. Schuss, für mich wäre es schon das herauskombinierte Tor. Halbzeitansprache, laut oder leise? Ab und zu benötigt man auch mal, dass man die Stimme hebt, aber eigentlich eher sachlich und also leise in der normalen Tonlage. Auf die Urlaubszeit bezogen, aktive Erholung oder pure Entspannung? Als ich noch ein paar Jährchen jünger war, war es aktive Erholung. Nach der Saison freue ich mich auf pure Entspannung. Um sich fit zu halten, lieber Radfahren oder Laufen? Ganz lange Zeit, bis vor einem Jahr war es Laufen gewesen. Mittlerweile wird es schwerer, deswegen hat es sich zum Radfahren entwickelt. Aber ich habe am Radfahren jetzt auch meinen Spaß gefunden. Lieber Hund oder Katze und warum? Hund, weil ich in Familienverhältnissen auch gewachsen war, wo schon immer ein Hund dabei war. Und mit dem Hund, muss ich auch sagen, kann man mehr anfangen. Also du kannst mit ihm rausgehen, kannst mit ihm spazieren, du kannst mit ihm in einer anderen Form vom Spielen. Und er ist schon ein sehr treuer Weggefährte. Was läuft beim Fernsehabend mit deiner Frau? Sport, ein Film oder doch lieber eine Doku? Bei uns würde ich schon sagen, wenn wir schauen, dann ist es ein Film. Okay. Jetzt nenne ich einige Sätze, die du dann gerne vervollständigst. Die wichtigsten Charaktereigenschaften eines Spielers sind? Eigentlich ziemlich einfach. Ehrgeiz, Wille und diese Bereitschaft nicht aufzugeben und sich ins Team zu integrieren. Meine zweitliebste Sportart ist? Boah, ich habe gar keine zweitliebste Sportart. Okay. Als Kind war mein sportliches Vorbild? Ich muss sagen, mit Vorbildern habe ich als Kind gar nicht so viel gehabt, aber wer natürlich zu meiner Zeit beeindruckend war, war Boris Becker, weil ich bin in der Nähe von Mannheim aufgewachsen, Leim war nicht weit weg und er kam quasi als dieser junge Spieler, der auf einmal letztendlich Bäume einreißt und so erfolgreich war. Ja, das war schon eine Zeit, das hat uns, oder mich, aber auch viele andere Menschen gepackt. In meiner Heimat esse ich am liebsten? Als ich noch jünger war, war es Wurstsalat mit Bratkartoffeln. Heute würde ich mich für ein anderes Gericht entscheiden. Mein Lieblingsgetränk ist? Ich trinke gerne Schorle, aber auch sehr gerne, wenn es die Zeit zulässt, beim ruhigen Abend ein gutes Glas Wein. Mein größtes Laster ist? Dass ich immer darum kämpfe, nicht zu oft an die Süßigkeiten zu fassen. Da hätten wir noch ein bisschen was im Angebot hier. Ich werde richtig sauer, wenn? Ich muss gerade überlegen, wann ich so richtig... Ja, wenn ich logischerweise beim Spiel benachteiligt werde, das ist klar, dass mich das ärgert. Aber eigentlich geht's mir im normalen Leben nur darum, dass die Leute mir gegenüber ehrlich sind, beziehungsweise dass sie mich so behandeln, wie ich sie behandle. Mein schönstes sportliches Erlebnis war? Das wäre nicht gerecht, wenn ich mich auf ein Erlebnis festlege, weil ihr hattet mir vorhin auch schon die Frage gestellt, ich habe auch ganz tolle Erlebnisse mit Kindermannschaften gehabt. Ich habe im privaten Bereich tolle Erlebnisse gehabt. Also es gäbe es nicht den einen Favoriten. Dass ich trotz der Pandemie meinem Beruf nachgehen kann, macht mich? Froh, weil ich weiß, dass es in dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit für die Menschen ist. Und ich weiß es zu wertschätzen, dass wir dem Beruf nachgehen dürfen.
Um gesund zu bleiben, esse ich häufig. Ja, mittlerweile viel Obst, viel Gemüse. Morgens stehe ich auf und trinke schon meinen Smoothie auch. Das war sehr leckeres geworden mittlerweile. Und grundsätzlich eher Fleisch oder veganer Brotaufstrich? Ich weiß, worauf die Frage hinabzielt. Ich esse sehr gerne veganen Brotaufstrich, aber im Gegensatz zu vielen Leuten um mich herum kann ich einem guten Stück Rindfleisch oder insgesamt einem guten Stück Fleisch nicht widerstehen. Okay, und abschließend, die Arbeit beim 1. FC Magdeburg ist für mich. Momentan wirklich sehr viel Freude, weil ich meinem Beruf nachgehen darf, meinem Hobby und meiner Passion. Und ich momentan hier wirklich das Glück habe, als Trainer in einen Verein reinzukommen mit den Menschen. Und da zähle ich wirklich die Fans, die Mitarbeiter, aber auch die Mannschaft, die wirklich mit großem Spaß und Freude und Enthusiasmus dabei sind. Und das macht natürlich Spaß, wenn man da hinkommt. Alles klar. Vielen Dank, Trainer. Das war's auch schon mit kurz und knackig. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich danke auch.